sondern ich bin ja Teil dessen und ich spüre das Feld, ja, und ich merke, das hat einen starken Sog, Massenbewusstsein, die Fixierung auf das Außen. Und das ist ja das Training. Das Training zu sagen, okay, und jetzt die Energie hochzuhalten. Jetzt die Energie hochzuhalten. In diesem Phänomen, in dieser Zeit. Und Menschen haben schon immer mit Herausforderungen gelebt. Und dann Entscheidungen zu treffen, aus dieser Energie heraus. Aus dieser Energie heraus zu denken, zu fühlen und zu handeln. Und das ist Training. Das ist, wir sind ja nicht Opfer unserer Emotionen. Die fallen ja nicht vom Himmel und wir sind auf Gedeih und Verderb dem ausgeliefert und verflucht damit. Nein, das ist eine Konditionierung. Das ist Konditionierung. Das sind Endprodukte von Erfahrungen, zu denen wir uns irgendwelche Geschichten erzählt haben. Ja, Geist führt Energie, Körper folgt. Und dann sagt das ganze System, ja, dein Wunsch ist mir Befehl. Dein Wunsch ist mir Befehl, okay? Und wir können das umdrehen. Und dazu möchte ich einladen, weil wenn wir da rausschauen, ich habe mit einem Freund telefoniert vor kurzem, der hat mir gesagt, ja, ich habe gedacht, letztes Jahr im Sommer ist es wird alles besser und es ist vorbei. Ja, also das konnte ich nicht teilen. Einfach aus der Perspektive heraus, wenn ich da rausschaue, wie, mit welchem kollektiven Bewusstsein wir da rumlaufen und dass wir ständig immer nur auf das schauen, was wir nicht haben wollen. Ja, da klar, das sagt das ganze System, dein Wunsch ist mir Befehl. Wenn du dich darauf konditionierst, dahin zu schauen, wo was du nicht haben willst, ja, bitte, dann kriegst du das.